Hallöchen, Hallöchen, Hallöchen. Ich bin heute nur kurz zu sehen, denn ich bin heute das Kamerakind. Ich habe hier aufgebaut. Ne, ich drehe mich mal. Oh, guck mal da. Oh, das Licht. Ich habe hier aufgebaut, denn... Party! Nee, nicht Party. Aber es fehlt. Wir hatten, wer kennt Leon besser? Wir hatten, wer kennt Lulu besser? Wir hatten, wer kennt Papa, also mich besser? Was hatten wir noch nicht? Wer kennt Mama besser? Und Mamas Matschauge ist besser. Da, genau, Mama hat ein Matschauge und das ist besser geworden. Und deswegen gibt es heute, wer kennt Mama besser? Ich bin hinterer Kamera, ich filme den ganzen Spaß. Jetzt geht's auf jeden Fall los. Gib wie immer ein Däumchen nach oben. Und jetzt wollen wir mal gucken, wer Mama besser kennt. Gibt's eigentlich einen Preis? Ach, das frage ich Mama gleich, ne? So, jetzt, Sattle. Hallöchen. Hallöchen. Moin. Da sind sie jetzt auch alle. Papa besser. Ich bin Leon. Und da Papa das ja so wunderschön erwähnt hat mit meinem... Das war Leon. Stimmt, das war Leon. Hier, jetzt achtet wahrscheinlich jeder auf mein... Welches Auge? Soll ich nochmal ranzoomen? Welches Auge ist es? Mama, hast du dir 10 Fragen überlegt? Ich habe mir 10 Fragen überlegt. Welches ist das Matschauge? Ja, das habe ich jetzt nicht. Hast du dir einen Preis überlegt für denjenigen? Ja, eine Strafaufgabe. Ach so, oder das? Ja, das wissen wir nicht. Wollen wir das mal... So, komm mal ran hier. So, seid ihr bereit? Yeah! Für meine erste Frage. Ja. Also, welche Augenfarbe habe ich? Oh, da wollte Lulu gleich gucken. Das ist jetzt natürlich... Ich wusste, dass sie das tut, deswegen guck ich mal runter. Mama hat lila-pink. Kann man noch 2 Farben? Na, ich ja, klar. Ja. Du kannst auch, es gibt auch manche haben zum Beispiel. Kann man auch zum Beispiel grün oder so. Grün-blau, grün-grau, sowas gibt's alles, ja? Ich hab grün-blau. Ich sage es doch nur, musst du jetzt was aufschreiben. Mama muss jetzt. Ich mache es platt. Mama muss der Erste sagen, die Lösung, die Antwort. Ich habe blau. Ja! Ja! Warum Leon, dreh um. Nee, warum sagst du so? Was hast du denn gesagt? Ja, graublau hätte ich gesagt. Bitte blau. 1:1. 1:1. 1. So, das geht ja entspannt los hier. 1:1. Nächste Frage. Was ist mein Lieblingstier? Ach Gott, du ein Nacktmull! Wenn ihr nicht wisst, wie ein Nacktmull aussieht, den blenden wir euch mal hier oben ein. Ein Nacktmull. Das, ja, wenn du auch nicht weißt, der wird eingeblendet und dann... Das ist mit Abstand das hässlichste Tier auf der Welt. Nacktmull sieht aus wie eine Ratte, die Jacke ausgezogen hat. Das, ja. Habt ihr denn jetzt was aufgeschrieben? Nein, ja. Aber Leon guckt ab. Nee, du hast nicht aufgepasst. Sagt die Lösung. Delfin. Ja! Delfin. Lulu hat zwar ganz schön Hund geschrieben Delfin? Und schön. Delfin. Punkt. Punkt für Leon. 2:1. Nein, nackt. Nackt. Der ist nackert. Nacktmull. Googelt alle Nacktmull. So, und für alle Biologieinteressierten, der Nacktmull ist auch unter dem Namen Grottenolm bekannt. Ehrlich jetzt. Bevor ich jetzt Quatsch erzähle, muss ich lernen, aber ich bin mir ziemlich sicher eigentlich, dass ein Nacktmull auch ein Grottenolm ist. Ja. Also wenn der wirklich so heißt, dann beiß ich in diese Schrauben. Nee, da, jetzt erstmal Frage Nummer 3. Lulu, du musst jetzt gucken, dass Leon vielleicht nicht abguckt. Aufpassen, dass sie keiner vom anderen abschreibt. Welche Schuhgröße habe ich? Ach, ja, einfach. Was lachst du da so? Er macht sich seit Jahren über Mama lebt auf. Mama lebt auf großem Fuße. Ich bin ja auch nicht klein. 1,30. Habt ihr beide was aufgeschrieben? Und die Lösung ist 45! Nein. Ich habe 41. Ja! Was hast du aufgeschrieben? Ja! Nee, Lulu hat 42 geschrieben. Nee. 42! Leon, was hast du aufgeschrieben? 41. Oh, wirklich? 41? Boah. Ja, weil er müsste es auch wirklich wissen. Mittlerweile hat er mich nämlich schon gepackt mit der Kreuzung. Boah, 3:1 für Leon. Nacktmull? Grottenolm? Alter, ich verstehe nur Bahnhof. Ich gehe wieder heim nach Berlin.
So, wir machen nahtlos weiter mit Frage Nummer 4. 3-1 für Leon aktuell. Ja, ja, ja. Was ist meine Lieblingsfarbe? Oh, 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 oh. Muss man eine oder kann man mehrere? Ja, eine, glaube ich, meint Mama. Lulu hat gerade meinen Bauch gesehen. Der übrigens kleiner wird. Wir sind auf Diät, genau. Also eigentlich nicht streng genommen nicht Diät, aber ihr erfahrt mehr auf meinem Instagram-Kanal. Ich habe es ein paar Mal gesagt. So, jetzt eine Farbe bitte aufschreiben. Mehrere Farben. Die eine. Mamas Lieblingsfarbe. Eine. Ja, ich glaube, guckst du guck zum Fernseher, da bist du. Er guckt mich die ganze Zeit. Er fixiert mich. Oh, jetzt hat er den Stift. Hast du was aufgeschrieben? Mhm. Dann die Lösung ist... Schwarz. Leon hat was? Leon, du musst auch umdrehen. Nee, hast du nicht. Orange und da steht rot. Ihr müsst das auch mal zeigen, was ihr aufgeschrieben habt. Meine, ne? Lieblingsfarbe ist auch schwarz. Rot, ja. Ja. Somit weiterhin 3-1 für Leon. Weiter geht's. Frage, lass mich kurz überlegen. Frage Nummer 5. Was ist mein Lieblingsessen? Ach. Boah, jetzt im Ernst. Ja, im Ernst. Es soll ja nicht so einfach sein für euch. Du sollst Mama nicht fragen. Auf was aufschreiben und vielleicht so, dass es Leon nicht sieht. Nacktmullfilet. Ja. Ich hätte gern ein schönes Stück vom Grottenolm. Aber da ist nichts, Lulu, Leon, der ist so klein, da ist nichts dran. Wie klein ist der? Ja, das ist so. Aber warum ist der Nacktmull so ein kleiner Erdnuckel? Ich zeige dir den Nacktmull gleich, aber du musst erstmal aufschreiben jetzt. Ja, gut. 5. 4. 3. 2. 1. So, jetzt sagt Mama gleich die Antwort und bei 3 zeigt ihr das beide in der Kamera. Mhm. Die Antwort ist? Am liebsten, ich habe ja mehrere, aber am liebsten... Oh, ich esse gerne Pizza. Ja! 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 Ich brauche gar nicht bis 13. Was hast du? Das ist Wurst. Wurst. Also. Hier, ja, Pizza! Somit steht es 3-2 für Leon. 3-2 Leon. 5 Fragen waren es. Jetzt kommt Frage Nummer 6. Also Halbzeit. So, und meine Frage ist, wo wäre ich jetzt gerne am liebsten? Oh. Damit ist gemeint... Auf der Toilette! Wäre ich jetzt gerne im Schnee oder wäre ich jetzt gerne in der Sonne? Ja, in einem Busch? Das ist aber eine komische Frage. Ja, alle anderen, ich muss das ja ein bisschen eingrenzen. Du sagst auf dem Klo. Ja dass du gerne auf dem Klo wärst. Lulu, und die Antwort lautet... Ich wäre jetzt gerne in der Sonne. Ich habe Mallorca aufgeschrieben. Ist ja auch Sonne. Ja, aber ich habe hier auch. Guck, ich habe ja, 4-3, beiden Punkt. Wir machen nahtlos weiter mit Frage Nummer 7. So, da. Wie groß bin ich? Ein halber Grottenolm. Oh. Du bist 2,90 Meter. Exakt. Nein, ja, wie groß ist Mama? Schreibt mal was auf. Papa ist 1,99. Lulu. Papa ist und wie groß ich bin. Das haben wir gerade gesagt. Ne? Kloppo, so hören die zu. Ne? So. Ja. So, jetzt bin ich aber gespannt. Ich auch. Jetzt machen wir es nämlich umgekehrt. Jetzt wie haltet groß ihr erst. Was ist Papa denn, wisst ihr das? 1,80. 1,80. Nein, 1,80 stimmt 1, schon, aber ich bin ja kleiner als Papa. Oh, dann also, muss ich nochmal. Das ist nur ein Tipp von meiner Seite. Lulu, Leon, bitte zeigt bei 3. 1, 2, 3. Leon hat wie viel? Lulu hat 1,74. Ich bin tatsächlich 1,75. Das gibt's doch gar nicht. Der hat aber... Esse meinen Stift. Der hat aber... Ja, das ist ganz knapp, Lulu. Der hat aber auch ein Glück. Das ist unfassbar. Ja, er kennt Mama länger. Das stimmt. 3 Jahre. Ich hab eben durch ein Buch geblättert. Und sie schwanger drauf. Dann hast du gesehen... Und dann hast du gesehen, Nacktmull. Mama war der Nacktmull. So, damit steht es 5-3. 3 Fragen sind es noch, Lulu. Es ist noch alles drin. 5-3 Leon. Frage 8, ne? Was ist mein Traumauto? Oh, wie heißt der nochmal? Ich hab. Ach, ich weiß es auch. Ein Fiat Multipla. Ein Gogo. Ein Cabrio Nacktmull. Du denkst auch nur noch an Nacktmullen. Ne? Ein schöner Kastenwagen. Die Antwort lautet... Fiat. Oh ja.
Was denn? Hab ich auch vier. Fiat 500. Fiat 500. Der deutsche Vita, da kann man nämlich das sagen. Ich weiß, jetzt sagen wahrscheinlich viele, das ist aber doch nur so eine kleine Kutsche. Ja, aber ich finde die total süß. Sie steht auf Auto. Ja, du hast auch Fiat aufgeschrieben, ist okay. Beide 6-4. Frage Nummer Kloppo. Nee. 9. Koche oder backe ich lieber? Oh. Oh, oh, oh. Ich glaube, er sitzt lieber auf dem Klo. Kloppo, guck zum Fernseher, da wirst du gerade gekrault. Ei, oh, die gefährlichen Zähne. Habt ihr beide was aufgeschrieben? Leon, hast du auch was aufgeschrieben? Ja. Lulu hat kochen, Leon hat? Auch kochen. Und die Antwort ist? Kochen! Wie. 7-5. Letzte Frage. So, meine letzte Frage für heute ist, welche Kleidergröße habe ich? 186, mein Spaß. Das wird er nicht geguckt haben, weil es ist ja bei Erwachsenen anders als bei Kindern. Es ist 190. Es ist bei Erwachsenen anders. Es ist bei Erwachsenen anders als bei Kindern. Mehr sage ich nicht. So, hast du was aufgeschrieben? Ja. Wir sind gespannt. Ja. Lulu schreibt 42. Leon schreibt M. Nein. M. Da ist Lulu eher dran, weil M weiß ich, das ist 4042 oder 3840. Ich glaube wohl eher 3840. Lulu hat mit 42 recht. Da haben wir letztens noch drüber gesprochen, hast du dir sehr gut gemerkt. Ja. Punkt für Lulu! Ich muss sagen, Punkt für Lulu. 7-6. Ach, eine Finalfrage. Ah, was ist meine Lieblingssüßigkeit? Oh, ich weiß. Oh. Okay. Hast du was, Leon? Ja. Dann bin ich erst gespannt. Lulu schreibt Kinder Country. Leon schreibt Bueno. Kinder Bueno. Was ist es denn? Ich hätte jetzt Schokolade. Ich hätte jetzt Toffee Pies gesagt. Das mag ich natürlich. Ja, du magst ja alles, was Schokolade ist. Ja, gut, somit haben wir einen Sieger. Der Sieger ganz knapp mit 7-6 gewinnt. Leon! Ja! Und jetzt müssen wir die... Ganz dicht gefolgt. Oh, vorsichtig, was ist hier? Oh! Ganz dicht gefolgt von... Ganz knapp, Blut. So, jetzt müssen wir aber erstmal fragen, Mutti, was ist denn jetzt mit dem Sieger? Was kriegt der denn? Oh, wir sind gespannt. So, der Sieger. Hey, was kriegt der? Danke! Vom BVB. Aber guck mal, wie viel da drin ist. Vielleicht könntest du der knappen Verliererin was abgeben. Und die Verliererin kriegt auch was. Sie kriegt nämlich China-Nudeln. Guck. Oh! Hey! Wie machst du doch so? So, ja. In dem Sinne, jetzt haben wir alle durch. Sehen wir uns im nächsten Video wieder. Tschüss.